Am 9. August 1938 stirbt in Brigantolo am Lago Maggiore Leo Frobenius, der berühmte deutsche Völkerkundler. Das Interesse für die ethnologische Wissenschaft zeigt sich bei Frobenius schon in früher Jugend. Mit 15 Jahren schreibt er ein Buch über den Ursprung afrikanischer Zivilisationen, ein bedeutender Beitrag zu einer Zeit, in der man noch der Meinung ist, die Volkskunst afrikanischer Stämme sei nichts anderes als unveränderlicher Ausdruck der Barbarei. 1904 beginnt Frobenius ein ausgedehntes Expeditionsprogramm in den Schwarzen Erdteil. Die erste Reise dauert 2 Jahre. Es folgen 11 weitere in verschiedene Teile Afrikas. 1912 beauftragt ihn Kaiser Wilhelm II. Von Deutschland mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse seiner bisherigen Forschungen. Frobenius besteht darin auf der Eigenständigkeit, der Authentizität und dem kulturellen Wert der primitiven Zivilisationen und stellt sich damit in Widerspruch zu vielen Kritikern und den Historikern seiner Zeit. Er beklagt auch das Gemetzel, das durch die europäische Zivilisation, Kolonisation und Missionierung angerichtet worden ist und verurteilt die Sklaverei, die tausendjährige Strukturen höchster Kunst zerstört hat. Frobenius ruft auf, das vorherrschende Bild des Negers als Sklaven zu vergessen und sich vielmehr zu bemühen, in die Geheimnisse der untergegangenen Zivilisationen einzudringen. Er sammelt eine große Zahl von Bildern und Zeichen, die er an Felswänden findet. Es gelingt ihm auch, geografische Aufzeichnungen vergessener Staaten zu finden. Außerdem erarbeitet Frobenius eine große Sammlung afrikanischer Legenden und Geschichten. Die Resultate dieser vielfältigen Forschungen werden in verschiedenen Werken veröffentlicht. Darunter ist der ethnografische Atlas Afrikas und eine vielbändige Ausgabe mit Höhlen- und Felszeichnungen aus Südafrika. Frobenius entwickelt den Begriff des Kulturkreises und formuliert die Theorie, nach welcher die Nützlichkeit und der praktische Wert von Hilfsmitteln, aus welchen sich die spezielleren Erfindungen ableiten, im sogenannten Fortschritt entscheidenden Anteil am Entstehen von Zivilisationen haben. Was den Menschen dabei leitet und ihm hilft, aus dem primitiven Stadium herauszutreten, ist eine dritte Kraft jenseits des Organischen und des Anorganischen, die sich nach eigenen Gesetzen aus der Fantasie und der Kreativität entwickelt. Bahnbrechend wird Frobenius kulturmorphologische Völkerkunde, die Kulturen nach Aufstieg, Blüte und Niedergang untersucht. Unermüdlich begründet er verschiedene Institutionen, darunter auch das Museum für Völkerkunde in Frankfurt am Main. Zum Zeitpunkt seines Todes ist der wissenschaftliche Wert der Untersuchungen von Frobenius allgemein anerkannt. Allerdings sind einige seiner Hypothesen über die Entstehung der Zivilisation der Widerklang eines mythologischen Rationalismus, der Deutschland zwischen den beiden Weltkriegen kennzeichnet, und seinen besonderen Ausdruck in den Prophezeiungen Oswald Spenglers über den Untergang des Abendlandes gefunden hat.